Musik eröffnet neue Zugänge, aber wie? Eine gemeinsame Erklärung liegt jetzt vor, die Musterkooperationsvereinbarung, ein inhaltlich straff formulierter Kommentar, der Katalog all der Möglichkeiten, die bestehen, um zwischen Schule und Musikschule zu kooperieren. Ich gehe aber trotzdem nicht nach Hause jetzt. Ich will versuchen, das zu sagen, was mir da am Herzen liegt, aus meiner Erfahrung in der Praxis, was ich seit Jahren erlebe. Ich bin in beiden Institutionen zu Hause, in Schule und Musikschule. Und als ich da hauptsächlich gearbeitet habe, da habe ich mir immer gewünscht, es wäre institutionell übergreifend mehr möglich gewesen. Es wäre das möglich gewesen, was heute zumindest schon mal als Willenserklärung propagiert wird. Darum plädiere ich heute so sehr dafür, für diese Zusammenarbeit und kann als Nachweis sozusagen anführen, dass die Folkwang-Universität der Künste sowohl in schulpraktischen Studien eng mit Schulen zusammenarbeitet und auf vielfältigen Feldern mit der Folkwang-Musikschule schon seit vielen Jahren Bildungsarbeit betreibt. Als ich heute Morgen mit der S-Bahn hierher kam, Zeitung lesend, fiel mir ein Artikel von Ministerin Ute Schäfer auf. Ja, der hatte Wermut und Zucker. Wermut für die Kulturschaffenden, dass es unter Sparzwang nicht mehr geben wird, das heißt auch hoffentlich nicht weniger. Etwas Zucker für unsere heutige Tagung, denn Jugendkulturland soll Nordrhein-Westfalen werden, so stand es heute in der WAZ und ähnlich in der Morgenpost. Und es soll gestärkt werden, die Synergieeffekte und die Kooperationen zwischen Kommunen und Land. Alles soll vereinfacht werden, der Fluss soll vereinfacht werden. Das hat mich sehr gefreut, dass ich das jetzt zitieren darf. Denn obwohl Sie in meinem Dialekt hören, dass ich aus dem Süden der Republik komme, lebe und arbeite ich jetzt seit über 30 Jahren hier in Nordrhein-Westfalen in der Bildungsarbeit. Und über 20 Jahre lang gab es eigentlich immer viel Reibungsverluste und Energie für uns, die wir in Gremien und als Kulturschaffende und Bildungsschaffende unterwegs sind, um die interministeriellen Dialoge, wie sie auch alle Regierungswechsel heißen mögen, immer wieder in Gang zu halten und darum zu bitten. Oft lag es nie an den einzelnen Personen, mit denen wir zu tun haben, sondern tatsächlich an allen möglichen Strukturen. Deswegen bin ich sehr froh, heute das zu hören, dass das jetzt alles sehr viel einfacher gehen soll und auch gemeinsame Erklärungen der Institutionen untereinander hoffentlich immer schneller herzustellen sind. Was soll denn neu sein an den Zugängen? Erwarten Sie nicht in den nächsten 20, 25 Minuten jetzt nochmal einen neurowissenschaftlichen Vortrag, der nur mit Allgemeinplätzen enden kann. Neu kann das sein, was aus der Zusammenarbeit der Verbindung beider Institutionen erwächst. Es ist nicht einfach da, es will getan, aber dann bitte auch genossen werden. Kinder können viel, wenn man sie können lassen kann. Was können wir also tun, dass das geschieht? Lehrerinnen und Lehrer können auch viel. Grundschullehrer sind Profis im fächerübergreifenden Unterricht. Sie leben als Klassenlehrer mit ihren Kindern. Sie kennen die Kinder sehr gut, viel besser als Kooperationspartner, die zunächst von außen hereinkommen. Lehrerinnen und Lehrer an weiterführenden Schulen sind Fachleute, die mit großen Gruppen, mit Klassen umgehen können. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer können auch viel. Sie sind Spezialisten und auch Generalisten geworden, aber sie können viel von der Schule lernen in einer guten Partnerschaft, denn gerade hat sich in den Hochschulen endlich die Didaktik des Gruppenunterrichts etabliert, kommt auch der Klassenunterricht dazu
Und die Institutionen wie unsere sind gefragt, auch sehr viel schneller flexibel zu werden als früher. Wir tun unser Bestes. Die Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer können helfen, Binnen zu differenzieren, können helfen, individuellere Betreuung in der Partnerschaft in den Schulen herzustellen. Was also könnte der Mehrwert und die Bedeutung musikalischer Bildung sein für die Persönlichkeitsentwicklung? Über Jahrhunderte war die Primärmotivation, Musik zu mögen, eigentlich im Mittelpunkt gestanden. Das Eigentliche der Musik und ihres kontextualen Zusammenhangs in seiner Wirkung auf den Menschen. In unserer immer mehr stromlinienförmigen, qualitätsgesicherten, immer mehr am quantitativ evaluierten, orientierten Kultur- und Bildungswelt wird aber natürlich dauernd darauf geschaut, was Musik außerdem noch alles kann. Kinder fühlen sich meist zur Sache Musik hingezogen und möchten dies möglichst früh mit anderen teilen. Sie fragen nicht, wenn ich das tue, werde ich dann in Mathe besser, werde ich dann sozialer? Ist das Medium Musik bekömmlicher für mich als der Bildschirm? Das sind die Fragen, die wir uns stellen, aber nicht unsere eigentliche Klientel. Der Begriff der Schlüsselkompetenzen, die durch musikalische Bildung in besonderem Maße erreicht werden können, ist natürlich verlockend und auch nicht falsch. Jedoch impliziert er ehrlicherweise ein Alleinstellungsmerkmal, das so einfach nicht verifizierbar ist. Musik mache sehr verkürzt schlau, konzentrationsfähig, sozial, weniger gewaltbereit und anderes mehr, was Sie alles mehr oder weniger tiefgehend in Presse und Fachliteratur sicher schon gelesen haben. Wie gerne dies aus Gründen der Nützlichkeit, sage ich mal, verkürzt wird, wird an dem schönen Beispiel des Kollegen Hans-Günter Bastian deutlich, der in seiner bekannten Studie über Grundschulkinder und Musik dann ein zweites Büchlein folgen lassen musste, um zu dokumentieren, wo er in der stromlinienförmig verkürzten Rezeption total missverstanden wurde. Es ist also wohl alles etwas differenzierter und auch einfacher zugleich. Forschungen zeigen, dass vieles von diesen Schlüsselkompetenzen allerdings auch durch Aktivitäten in anderen Disziplinen mehr oder weniger erreicht werden kann, bei denen man sich mehrkanalig über längere Zeit konzentriert mit einer motivationsgeladenen Sache auseinandersetzt. Daher stellt sich die Frage, wo kann der Mehrwert für Schülerinnen und Schüler sein durch musikalische Bildungsarbeit? Neben den, ich nenne sie jetzt Sekundärtugenden, gibt es einen Mehrwert durch Musizieren in all seinen Ausprägungen, nämlich durch die überhaupt schon dazu notwendigen Fähigkeiten zur Konzentration, die in Wechselwirkung mit der Motivation steht. Zum genauen Hinhören, Hören, Zuhören. Zur kognitiven Befriedigung des Verstehens in Inhalt und Strukturen und zu dem emotionalen Erlebnisgehalt musikgeladener Zusammenhänge und einer dafür entwickelten Sensibilität. Ein Beispiel für diese Wichtigkeit des Hörens. Mein Freund und Kollege Andreas Mohr, Stimmbildner seines Fachs, sagt immer zu Recht, Singen lernen ist Hören lernen. Und wenn ich eine Fortbildung habe mit Kolleginnen aus der Grundschule und aus der Musikschule, wo es um das Singen mit Kindern und die Kinderstimme geht, dann ist der Alltagsdruck natürlich sehr groß, denn ich kenne ihn auch. Ja, aber wie kriege ich denn die Kinder dazu, dass sie überhaupt mal einen Ton äußern? Wie kriege ich denn die Brummer so, dass sie richtig singen? Haben sie nicht einen Trick? Wenn ich einen Trick habe, dann ist es der, überprüfen Sie doch erstmal, was die Kinder hören. Was habe ich denn da gerade getan? Dreimal geklatscht und dreimal geklopft? Oder zweimal?
Da beginnt überhaupt erstmal die musikalische Tätigkeit. Aktionismus haben wir genug, der führt uns aber nicht in wirkliche Projekte. Es muss beides, denke ich, zusammenkommen. Der Mehrwert, also ein emotionaler, sozialer und intellektueller Zugang in einer spezifischen Kombination der Lernkanäle, und das bedeutet tatsächlich im Gehirn eine reichhaltige Verschaltung durch gesprochene und gesungene Stimme, Bewegung und Spielen. Und die gibt es nur in dieser Kombination. Und ideal dafür ist tatsächlich die Musik. All dies ist direkt mit dem musikalischen Tun, dem Bedenken, dem Verstehen und dem Benennen verbunden. Musikalisches Tun, Bedenken, was ich tue, Verstehen und Benennen. All dies ist notwendig, um Musik zu machen und entwickelt sich dann in sehr differenzierter Weise weiter. Und jetzt sage niemand, dies seien keine Kernkompetenzen. Und wo liegt der Mehrwert für die Lehrerinnen und Lehrer in Musikschule und Schule? Zum gewissen Teil, und ich nehme es wahr, dass das oft vergessen wird, im Alltagsstress des Tuns, des Organisierens, zum gewissen Teil liegt es im Gleichen, was ich gerade für die Schülerinnen und Schüler benannt habe. Diese Prozesse verändern sich zwar, aber sie hören weder mit 11, mit der Grundschule, noch mit 16 oder 19 Lebensjahren auf. Und das wird oft vergessen. Schulen können zusammen mit den Musikschulen individueller fördern, binnendifferenzieren, als alleine nur mit eigenen Kräften. Musikschulen können größere und weitergefasste Zielgruppen erreichen und damit den Basiszugang zur Musik für alle erweitern und ergänzen, insbesondere in der Grundschule, wo immer noch rund 85% des Musikunterrichts fachfremd gegeben werden, wenn keine Stunden ausfallen, teilweise mit ganz hoch motivierten Kolleginnen und Kollegen. Aber größere und weitergefasste Zielgruppen heißt nicht nur, die früher elitären Musikschulen können jetzt endlich mal lernen, wie das in schwierigen Stadtteilen draußen ist. Das ist schon längst passiert. Aber sie erreichen tatsächlich von der Basis her in der Breite der Bevölkerung mehr Schüler, denen sie Angebote machen können in der Kooperation. Und es gibt insbesondere Möglichkeiten für interdisziplinäre Ansätze im Musikunterricht und in anderen Fächern. Schlagworte haben wir heute schon gelesen. Klang, Sprache, Bewegung, Bild. A plus B in Klammer zum Quadrat ist A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Ist es interdisziplinär? Es ist natürlich ein Witz, aber ich kann Ihnen sagen, es ist von einer befreundeten Kollegin aus einer Gesamtschule aus der Sekundarstufe 1. Die macht so ihre Formeln im Musikunterricht. Sie ist allerdings Chorsängerin und ist affin, Musik zu betreiben. Am Ende der Stunde wird einige Minuten, in diesem Fall die kleine Nachtmusik als Hörbeispiel, im Mathematikunterricht vorgespielt. Vielleicht nur ein kleiner Witz, aber ein bedenkenswerter Ansatz als Beispiel für mögliche Interdisziplinarität. Aber Vorsicht vor den zu verallgemeinernden Klischees. Musikschule ist schon lange nicht mehr das Abbild der Einzelhaft am Klavier. Das kann man sehr gut feststellen, finde ich, wenn man die letzten 30 Jahre, die alle zwei Jahre tagenden Musikschulkongress-Titel anschaut. An diesen Titeln können Sie die gesellschaftliche Entwicklung der letzten 30 Jahre sehr gut ablesen. Und das weist auch nach, dass die Musikschulen schon lange sehr sensibel mit dem Alltag und dem, was wirklich ist, umzugehen versuchen. Sie sind für die Breite und für die Spitze da. Es kann im Deutschunterricht
der Musikschullehrer, beim Melodram, bei der Erarbeitung der Textgattung Lied oder bei der Erarbeitung, jetzt sind wir in Düsseldorf, von Heinrich Heine, den Unterricht bereichern durch seine musikalische Kompetenz. Und hier geht es nicht nur um den Musikunterricht, sondern wirklich um das Interdisziplinäre. So wie er selbst oder sie selbst seine Kenntnisse der Texte in der Literatur vertiefen kann. Es kann, und jetzt kommt ein langsam abkühlendes 50 Jahre altes Eisen, ein heißes Eisen, was langsam abkühlt, weil da die alten Konkurrenzen früher immer waren, zwischen oft in manchen Städten zwischen Musikschule, Orchester und Chor, Gymnasium, Orchester und Chor. Wer nimmt wem die Kundschaft weg? Da muss man sich fragen, ob man nicht vielleicht auch mal zusammen was tut, kooperiert oder etwas auf die Beine stellt, was einer alleine, obwohl er funktionsfähig ist, gar nicht kann. Ich mache mit meinem Vokalensemble das immer, wenn ich doppelchörige oder dreichörige Dinge aufführen möchte. Dann dirigiert halt jeder mal nur ein Drittel des Konzerts. Aber es entstehen neue Dinge, die in der Stadt so vorher noch nicht da waren. Es kann der gut funktionierende Schulchor mit dem Orchester der Musikschule, die vielleicht keinen Chor hat, zusammen Stücke aufführen. Es kann aber auch in der Art des Essener Jam Trucks, das ist ein PS-mäßig leider etwas untermotorisierter Sattelschlepper, wie wir festgestellt haben, mit Auflieger von der Mercator Stiftung, darf man sagen, finanziert, gesponsert. Darin befindet sich ein Studio, ein Aufnahmestudio, und damit reisen Musikpädagogen an die Plätze, an denen Jugendliche sind, die sonst nicht in die Musikschule kommen würden. Es kann also in der Art dieses Jam-Trucks der Folkwang Musikschule in Essen ein fahrendes Studio mit zunächst niederschwelliger pädagogischer Unterweisung in sozialen Brennpunkten an Schulen, Schülerinnen und Schüler der SEC 1 erreichen, die ihre Motivation vielleicht im normalen Musikunterricht der Schule gar nicht mehr finden können. Das soll deutlich machen, dass wir immer weiter denken müssen und nicht nur in den jetzt schon bekannten Katalogen der möglichen Zusammenarbeit. Musiktheater, das bietet sich an, Klassenmusizieren, all diese Dinge, für diese Dinge stehen Best-Practice-Beispiele zur Verfügung und wie wir gehört haben, werden die auch in die Website eingestellt. In all den Kooperationsinitiativen zwischen Schule und anderen Institutionen, die Bildung ermöglichen, werden es in besonderem Maße die Musikschulen sein, die sich in neue Strukturen integrieren werden, ob im Ganztag, am Nachmittag, in den Randstunden oder verstärkt rhythmisiert mit dem gesamten Schulalltag. Musikbezogene Kooperationsprogramme für die Breitenarbeit in Schule und Musikschule. Ich sage musikbezogene, weil musikalisch, wie oft steht, kann ein Programm, ein Konzept eigentlich nicht sein. Kooperationen werden für Schulen und Musikschulen durch die Netzwerkidee immer wichtiger, da bei Gelingen starke Synergieeffekte erwartet werden dürfen. Öffentliche Geldmittel wurden in den letzten 20 Jahren bei den potenziellen kommunalen Partnern der Schulen verstärkt von der institutionellen Förderung in die Projektförderung verlagert. Dies geschah unter anderem, um die knappen finanziellen Ressourcen zielgerichteter einzusetzen und damit auch politisch gewollte Inhalte und Strukturen mit zu steuern. Das muss gar kein Manko sein, denn das sind ja meistens Ideen, die als Ziel einer Partnerschaft schon mal inhaltlich eine Vorgabe machen können, mit der man sich auseinandersetzt. Und um ein Gelingen von Kooperationen zu gewährleisten, sind grundsätzlich die Qualitäten und Prioritäten innerhalb einer Kooperation vorab genau zu benennen. Hier ein Umriss von, wie ich meine, wichtigen Gelingensbedingungen. Wer kooperiert als Verantwortlicher mit wem? Handelt es sich um eine inhaltliche, organisatorische oder finanzielle Zusammenarbeit?
oder vielleicht um eine Mischform, wie meistens. Zur Erläuterung, zum Organisatorischen ein Beispiel. Wenn Sie denken, in der Gemeinde Monheim, eine Kleinstadt am Rhein, wo das sogenannte Monheimer Modell ständig weiterentwickelt wird, da kennt der Kollege Musikschulleiter, Herr Tomanek, seine 7 Grundschulen, kennt die Kolleginnen, weiß, wen er wohin schickt, mit wem Fortbildungen zu organisieren sind. In Essen, wo ich arbeite, gibt es ca. 100 Grundschulen. Waren 104, jetzt sind es glaube ich 98 oder sowas. Allein nur durch diese Benennung muss man sich darüber klar werden, Kooperation kann nicht irgendwo gleich aussehen, sondern sie muss als Modell zwar eine Idee transportieren, aber dann muss immer heruntergebrochen werden, wie subsidiar kann in einer Region überhaupt etwas organisiert werden. Oder finanziell, wie weit können, ja dürfen private Partner mitfinanzieren? Wie gut sind die eigentlich gewollten Kooperationen abgesprochen? Ein Beispiel aus dem Alltag. Jeki an einer Schule funktioniert. Lehrerinnen und Lehrer sind motiviert. Die Musikschullehrerin wird krank, meldet sich an ihrer Musikschule ab. Tja, Ärger bei der Grundschule. Die müssen nämlich jetzt die Stunde mit irgendjemand vertretungsweise besetzen. Das ist nur so ein ganz kleines Ding aus dem Alltag, weil ja verlässlich bis 13 Uhr Unterricht sein muss und die Randstunde nun nicht stattfindet bei Jeki. Das sind so ganz kleine Dinge aus der Praxis, die man hundertfach nennen könnte, die man durch gute Organisation und Absprachen vorher und Kompetenzverteilung vermeiden könnte. Energie nicht durch Reibung verlieren. All diesen Qualitäten, inhaltlich, organisatorisch, strukturell und finanziell fühlt sich, wie ich feststellen durfte, die Initiative Bildungspartner NRW verpflichtet. Welche Ziele verfolgen die Partner und sind sie deckungsgleich oder haben sie eine tragfähige Schnittmenge? Wo kann der Mehrwert für die Lehrerinnen und Lehrer an Schule und Musikschule liegen? Bestimmt nicht da, wo es nur oben beschlossen wurde. Es wird immer von Team geredet, aber Zeit zur Teambildung muss auch sein. Wenn Sie sich vorstellen, dafür gibt es wenig Rüstzeit, sage ich jetzt mal. Sie sind an der Musikschule tätig als Honorarkraft. Sie sind an 3 Schulen mit jeweils 2 oder 4 Stunden im Jeki oder anderen Unterricht in Projekten beschäftigt. Sie sollen 3 Schulen gut kennenlernen, Sie sollen 3 Schulen im Kollegium gut kennenlernen, damit Sie nicht nur den Hausmeister zum Aufschließen kennen. Das erfordert einen großen Aufwand, das erfordert auch das Bewusstsein, dass diese Dinge als Gelingensbedingungen mindestens so wichtig sind wie der Musikunterricht selbst. Und da, denke ich, kann in allen Institutionen noch einiges getan werden. Werden die angestrebten Ziele in so einer Kooperation erreicht? Oder gibt es etwa propädeutische Aufgaben hinsichtlich eines später folgenden Unterrichts? Das kann ja sogar eine zielrichtende Chance sein. In der Schulbiografie von Schülern beispielsweise Klassen musizieren oder Unterstufenensembles als Vorbereitung für Schulorchester oder Bandarbeit in Zusammenarbeit mit der Musikschule. Oder auch propädeutisch für einen späteren Instrumentalunterricht. Die noch freiwillige, daher als offene bezeichnete Ganztagsschule in ihren unterschiedlichen Ausprägungen entwickelt sich derzeit auch in Nordrhein-Westfalen mit starkem Zuwachs. Vielerorts wird eine Rhythmisierung des Ganztags angestrebt, das heißt, die Angebote werden enger mit dem Schulalltag verbunden und finden nicht nur am Nachmittag oder an den Randstunden statt. Auch Mittel aus der Kindertagesstättenbetreuung werden in diesen Bereich umgeleitet. Mittel- und langfristig, wir haben es vorhin gehört, das ist im Aufbau, werden auch die Sekundarstufen mit dem Thema beschäftigt sein. Und neben der Hoheit der einzelnen Bundesländer über die Bildung und Ausbildung
ist der Prozess der europäischen Harmonisierung als Hintergrund für die nächsten Jahrzehnte präsent. Die Musikschulen können sich daher mit Schulen und anderen Partnern vielfältig vernetzen, sodass beide darin einen Mehrwert erhalten. Wichtig dabei ist aber grundsätzlich auf die Nachhaltigkeit zu achten, indem Kooperationen mit längerfristiger Perspektive angelegt werden. Auch das habe ich mit Freude gehört, ist das Ziel von Bildungspartner NRW. Das kann ein kontinuierliches Projekt wie die genannten sein, aber Kontinuität heißt heute auch kursartige Angebote, die zwar wechseln können, aber organisatorisch und strukturell längerfristig angelegt sind. Musiktheater, Konzertpädagogik beispielsweise. Grundschulen und weiterführende Schulen stehen für eine weitreichende Breitenarbeit dabei im Mittelpunkt. Es wird immer mehr der Fall sein, dass Schüler sich nicht jede Woche über Jahre hinweg binden wollen, so wie sie nicht mehr so gerne in Vereine organisiert sein wollen. Aber sie möchten Möglichkeiten für Projekte haben und sie möchten danach auch andere weiterführende haben. Kontinuität, also durchaus auch kursartige Projekte von mehreren Wochen, die einen Anschluss finden. Bitter hat man das festgestellt nach dem tollen Hochglanzprojekt Rhythm Is It in Berlin bei den Philharmonikern, was ja wirklich musikalisch, pädagogisch eine sehr interessante Arbeit war mit den Schülern. Nur gab es eine Studie hinterher, dass die Hälfte dieser Jugendlichen, die vorher noch nie Berührung mit einer solchen Kultur hatten, noch tiefer in der Gosse saßen, weil niemand mehr da war, bei dem sie weiter hätten machen können, weil niemand mehr da war, der sie dann aufgefangen hat. Der Film war ja gedreht. Nachhaltigkeit, also auch in Kooperation. Ein besonderes Augenmerk ist hier auf die Interaktion zwischen den Lehrenden an allgemeinbildenden Schulen und denen der Musikschulen zu richten. Für viele Lehrende aus den Institutionen ist so ein Zusammenwirken eben neu. Darum müssen die Beteiligten auch ihre Rollen in den Kooperationen klären und sich das auch trauen und dann wirklich von den verstärkten Rollenidentitäten ausgehen. Das ist nämlich eigentlich das, was man unter Teambildung versteht. Teambildung ist nicht, da haben wir die Schule, da haben wir einen Lehrer, jetzt macht mal zusammen. Hier kann eine gute Organisation helfen. Es kann sich beispielsweise um ein ergänzendes Zusammenwirken miteinander, nacheinander, um Teamteaching, um gegenseitige Fortbildung und in vielen Jahren vielleicht sogar, wenn die Vertrauensbasis da ist, um Supervision handeln, um sich gegenseitig weiterzubringen. So etwas verlangt dann allerdings Beziehungsaufbau und gute Vorbereitung. Gelingensbedingungen, Teamarbeit, individuell auf die Rahmenbedingungen vor Ort abgestimmte Konzepte, gegenseitiges Verständnis für die jeweiligen Perspektiven sind also unumgänglich. Chancen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung gegenseitig und gemeinsam nutzen, aber alles muss transparent bleiben und ermöglicht werden können. Und eben nicht jede Kommune besitzt ein so kompetent besetztes, netzwerkförderndes Bildungsbüro wie die Landeshauptstadt. Wie wir vorhin schon hörten, auch an die Fläche müssen wir denken. Und deswegen sind Agenturen wie die regionalen Netzwerke und Bildungspartner sicher auch ganz besonders wichtig. Systematische und längerfristige, somit nachhaltige Zusammenarbeit will Bildungspartner NRW anbieten. Da fällt dann der Begriff niederschwellige Kooperationen zu ermöglichen. Und dieser Begriff ist aber jetzt nicht pädagogisch gemeint, sondern es soll möglichst niederschwellig helfen, Service zu leisten, damit Sie untereinander Ihre Fachlichkeit möglichst gut leben können. Damit sich die Partnerschule und Musikschule so weit wie möglich auf die Inhalte konzentrieren können. Dann kann es gelingen, nicht nur effizient zusammenzuarbeiten, sondern sogar effektiv. Also nicht nur die Dinge effizient, nämlich richtig tun, sondern vor allem die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tun. Vielleicht reicht es nicht, so wichtig das auch ist, dass eine Schule und eine Musikschule darauf achten, in einem sozialen Brennpunktstadtteil besonders passende Teams zusammenzustellen und pädagogisch besonders gut zu arbeiten, sondern es gelingt dieser Erfolg nur dadurch, dass die Musikschulleiterin einer Brennpunktstadt im Ruhrgebiet beim gemeinsamen Tee trinken die türkischen
türkischstämmigen Mütter erreicht und vernetzen kann und in dieser Stadt 90% vom zweiten Jekia ins dritte Jahr gegangen sind. Und das führte dazu, dass das unerwarteterweise hier gerade diese hohe Quote bekam. Aber selbst das lässt sich nicht formelhaft einfach als Transfermodell übertragen. Nicht mal, wenn ich eine ähnlich empathische Musikschulleiterin oder Lehrerin hätte, nicht mal bei ähnlich gelagerten Bedingungen. Es geht nur mit individuellen Lösungen bei analysierten Strukturen, die ich ganz genau wahrnehmen muss. Ja, längerfristig stelle ich mir vor, dass nicht nur Volkshochschulen, Archive, Medienzentren, Museen, Bibliotheken und nun auch Musikschulen jeweils mit Schulen Bildungspartner sind, sondern das Gleiche auch mit Musikschulen aus ihrer Identität heraus passiert, dass sie auch vernetzt sind mit diesen Institutionen und danach, wenn alles gut geht und alle ihre Identität behalten, das haben wir vorhin auch gehört, mehrere untereinander vernetzt werden können zum Wohle aller. Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung geschehen nicht von selbst, sondern sie müssen gewollt und veranstaltet werden. Aber sie stehen damit in ständiger Wechselwirkung miteinander. Persönlichkeitsentwicklung hingegen ist etwas wie Bildung. Das ist nicht machbar, sondern es geschieht oder kann geschehen, wenn die Gelingensbedingungen stimmen. Zum Schluss kommt auch bei mir der Werbeblock. Dieser Ordner, den Sie hier drüben sehen, Musikschule in der offenen Ganztagsgrundschule, zeigt ganz viele Anregungen, wie Dinge klappen können. Und an die Adresse der Kolleginnen und Kollegen in der Schule, es ist jetzt gerade der Bildungsplan Musik für die elementare Grundstufe erschienen vom Verband Deutscher Musikschulen aus der Initiative Musikalische Bildung von Anfang an. Wenn Sie noch nicht so genau wissen sollten, was Musikschule alles kompetent anbieten kann, dann finden Sie hier einen Katalog der Dinge, auf die Sie zugehen können. Denn das ist das, was die Musikschulen als Ziel für die nächsten Jahre sich empfohlen haben. Und an die Musikschulkolleginnen und Kollegen und Verbände, sowas wünsche ich mir jetzt als nächstes in den Landesverbänden und natürlich beim Bundesverband in Bonn für die weiterführenden Schulen. Es gibt viel zu entdecken, gehen Sie auf die Reise. Vielleicht kann der Bildungspartner NRW ein Reisebüro sein. Vielen Dank.